Hi und herzlich willkommen hier in dieser Lektion Neoclassical Leaks Nummer 1. Ein Wunsch von einigen Zuschauern, der schon ganz, ganz lange auf unserer Liste steht. Vielen, vielen Dank fürs Warten, für die Geduld. Ich glaube, das haben wir irgendwann Mitte letzten Jahres bekommen. Also schon auf jeden Fall mindestens ein halbes Jahr her. Jetzt kommt endlich die Lektion mit den ersten Leaks. Neoclassical, falls du es nicht kennen solltest, ja. Hör dir mal irgendwie Malmsteen an, Tony McAlpine, insbesondere die ganzen 80er Sachen. Da hörst du das Ganze auf einem ganz, ganz simplen Basic Level. Nimmst du hier die Harmonisch-Moll-Tonleiter, das heißt, die Septime wird um einen Halbton erhöht. Da hast du die große Septime und schon hast du einen Sound, der so in Richtung Neoclassical geht. Mal auf einem ganz Basic Level, wirst du auch gleich in Licks hören. Vom Sound bin ich so etwas in Richtung irgendwie Malmsteen reingegangen. Mit etwas Hall wirst du auch gleich hören. Die Licks findest du unten in der Videobeschreibung, also den Link dazu zu den Tabs, kostenlos zum Download. Und ich würde einfach sagen, wir legen mal los. Ich spiele die Licks einmal vor und dann schauen wir sie uns Step by Step an. Los geht's. Okay, starten wir mit Lick 1. Ich spiele es noch einmal langsam vor. Ich verwende hier übrigens mein Neck Pickup. Hab vom Sound auch extra mal so einen leichten Chorus, Hall mit eingestellt. So ein bisschen irgendwie Malmsteen-mäßig vom Sound das Ganze eingestellt. Los geht's hier in der siebten Lage. Neunter Bund. Neun mit dem dritten Finger. Neun, Hammer-on auf den zehnten. Pull-off auf den neunten und Pull-off auf den siebten Bund. Dann 10, 9, 7. Bund, Legato-Slide zum 6. und wieder zurück zum 7. Auch nochmal Legato-Slide, das heißt, du spielst nur hier einmal den 7. Bund. Den Slide machst du ohne Anschlagen. Spielst nochmal zusammenhängend. Und dann hier noch ein Vibrato. Okay. Ziemlich cooles Lick. Wenig Noten, relativ simpel mit Legato. Sehr cool zum Einsetzen. Dann Lick Nummer 2, ganz, ganz klassisches Neoclassical Lick. Und zwar dieses Pedal Tone, Muster Pedal Tone heißt, es ist quasi ein Ton ist immer gleich, hier in dem Fall der 13. Bund auf der hohen E-Seite. Und dann gehst du einfach die Tonleiter tiefer. Auch hier wieder alles in harmonisch Moll, also A harmonisch Moll. Schon allein durch diesen Harmonisch-Moll-Sound klingt das Ganze einfach schon irgendwie so ein bisschen Neoclassical-mäßig. Ja, viel mehr benötigt es teilweise gar nicht. Los geht's hier am 12. Bund, 10. Lage mit deinem dritten Finger. 12, 13, 10, 13, 8, 13. Dann gehst du hier mit dem dritten Finger auf die B-Seite. 12, 13, 10, 13. Jetzt kommt hier die verminderte Septime und die große Septime ist dann, genau, die große Septime so rum. Ist richtig, das ist dann quasi das Harmonisch-Moll. Dann 10. Bund, 12. Bund, dann geht es hier nach oben. 8, 10, 12, 13, 8, 12, 10, 9, 10, 12. Und dann zum Schluss bleiben wir auf dem A liegen. Rein theoretisch
könntest du diese Art von Lick auch einfach als Repeating Pattern so lange spielen, bis du eben ja, keinen Bock mehr drauf hast oder je nachdem, wie es eben in dem Solo oder in der Improvisation reinpasst. Das heißt, du musst hier gar nicht das Ganze beenden, du kannst auch das Ganze einfach nur einmal spielen. Ja, oder? So kannst du auch machen. Wichtig ist einfach nur dieses Pedal-Tone-Muster. Das ist hier auch das, was dem Ganzen dieses Neoclassical-Feeling verleiht. Dann kommen wir zu Lick 3. Diminished Arpeggios, auch sehr ja, ausschlaggebend oder sehr beliebt im Neoclassical. Und zwar gehst du hier in die vierte Lage. Dritter Finger, siebter Bund. Pull-off auf den vierten Bund. Dann 6, 7, mit Sweep-Picking hier, ja, wenn du mal auf meine Schlaghand schaust. Ich mach mal die Cam noch etwas tiefer, dann siehst du auch meine Schlaghand noch etwas besser. Ab, ab und dann auf, ab. Und dann machst du einen Slide auf den 10. Bund, das heißt, du legst hier deinen Finger auf den 7. Bund, schlägst ihn an und slidest sofort zum 10. Bund. Und dann selbe Schema, Pull-off auf den 7. diesmal, 9, 10, 9, 7 und dann bleibst du hier auf den 10. Bund liegen. Ja. Auch hier rein theoretisch könntest du das Schema die ganze Zeit auch hochspielen, sind einfach Diminished Arpeggios, was du hier dabei achten musst. Das Griffschema bleibt immer gleich, das heißt du hast immer wieder dritten und ersten Finger dann hier, zweiten und dritten, das heißt das spielst du immer gleich. Und du wechselst einfach immer vom Ton, den du mit deinem dritten Finger greifst, wechselst du 1, 2, 3 Halbtöne nach oben und schon hast du dasselbe Muster, was du hier spielst, aber eben einfach nur dann quasi eine Stufe weiter oben. Der Akkord bleibt aber gleich, sind alles Diminished Arpeggios, okay? Dann kommen wir zu Lick 4. Auch hier wieder Pedal Tone, diesmal aber etwas anders. Diesmal ist der Pedal-Tone etwas oder tiefer, beim letzten Mal war es eher höher, hier ist er etwas tiefer und du gehst quasi von oben dann nach unten. Und zwar bis zum 9. Bund, auch in der 9. Lage. Mit dem ersten Finger 9. Bund G-Seite und dann hast du auf der B-Seite 10, 12, 13, 12, 10, 9, 10, 9, Perma-On 10, Pull-Off 9, 10, 12. Ja, hier auf diesen kleinen Driller, dieses kleine Legato-Part, darauf achten, was den Rhythmus angeht. Ja. Und dann haben wir noch Lick 5. Da benutze ich übrigens dann mein Bridge-Pickup. Gefällt mir hier vom Sound besser, kommt etwas aggressiver. Slide auf den 5. Bund auf der B-Seite. 6, 5, 5, 4, 6, 7, 6, 8, 7, 4, 5, 4, 5. Ja, was du im Endeffekt machst, ist, du spielst die Töne der Tonleiter absteigend und zwar immer die, die direkt, also die quasi, wo nur ein Halbton dazwischen oder wo kein Halbton dazwischen drin liegt, sondern direkt, die direkt aufeinander folgen, ja. Auch eine coole Sache, du hast dann hier im 6. Bund auf der, was haben wir hier, genau, D-Seite harmonisch, also die große Septime mit dabei, was dann harmonisch Moll, den harmonisch Moll dann wieder ausmacht. Und das auch nochmal eine Oktave tiefer hier auf dem 4. Bund auf der tiefen E-Seite. Und wie ich auch schon mal bereits gesagt habe, es benötigt gar nicht, um dieses neoklassische Feeling, zumindest rein für den Anfang auf einer sehr simplen Ebene zu erzeugen, benötigt es nicht viel mehr, außer immer diese große Septime etwas ja, zu betonen. Und schon hat man irgendwie so diesen Sound, wie man es eben so im Neoclassical gewohnt ist. Viel mehr benötigt es teilweise gar nicht. Was du auch noch verwenden kannst, ist Fügrig, also hier das E und das F. Ja, wie wir es auch im ersten Lick gemacht haben. Und schon erzeugst du diesen klassischen Neoclassical Sound.
Ja, das waren sie, die 5 Neoclassical Licks. Nummer 1, das heißt, wenn du sagst, hey, das war cool, da will ich mehr von haben, das hat mir gefallen, dann Daumen nach oben geben, dann wird es da auch noch weitere Licks geben. Die Licks findest du, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung zum kostenlosen Runterladen als PDF, also das heißt die Tipps. Ja. Wenn du Fragen dazu hast oder allgemein zum Thema E-Gitarre lernen, dann schreib uns einfach deine Fragen unter das Video. Und falls du E-Gitarren-Anfänger sein solltest, dann schau mal unten in die Videobeschreibung, da findest du einen Link für unsere kostenlose Trainingsserie mit 10 Videos, wie du deinen ersten Song lernst, Skalen, improvisierst und so weiter und so fort. Eine coole Sache, alles kostenlos. Link ist, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich dir mega viel Spaß beim Lernen und insbesondere beim Anwenden von diesen Licks. Da noch ein kleines Sternchen als quasi Fußnote anwenden. Es bringt nichts, wenn du diese Licks jetzt irgendwie rauf und runter nudelst den ganzen Tag und du das so weit spielen kannst, auch auf einem hohen Tempo. Was du machen musst, du sollst diese Licks natürlich auch anwenden. Erst dann wird es für dich auch wirklich hilfreich. Das heißt, nimm dir einen Backing Track, geh auf YouTube, gib einfach ein Harmonic Mall Backing Track oder was auch immer. Falls du im Phrasing Control bist oder auch im Basiskurs bei uns, dann hast du einige Backing Tracks schon dort mit dabei liegen. Und dann wende diese diese Licks an in deinem Spiel. Erst dann macht das Ganze richtig viel Spaß und auch erst dann lernst du es wirklich, das anzuwenden und E-Gitarre zu spielen und damit zu improvisieren. Okay, das ist ein kleiner Appell zum Schluss und dabei wünsche ich dir jetzt mega viel Spaß. Bis zur nächsten Lektion. Rock on!